Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast. Wir sind gerade dabei, wieder mal etwas Holz zu sammeln. Und was stecke ich dafür mal hin? Ich muss, glaube ich, wieder Holz nehmen, weil ich nichts anderes mit habe. Naja, halb so wild. Stecke ich mich mal hoch. Und nehme den Rest von dem hässlichen Bäumchen hier mit. Und buddel mich wieder runter. So, das war's schon. Jetzt geht's wieder nach Hause. Das muss eigentlich reichen an Holz. 18 Stück, da komme ich erstmal ein bisschen mit hin. Das ist zwar nicht extrem viel, aber naja. Den Rest holen wir uns später. Ich muss mal gucken, wie das mit dieser Mining Turtle oder es gibt ja auch eine Felling Turtle. Ich arbeite gerne mit Turtles, wie ihr seht. Vielleicht kann man da was machen. Kartoffeln, wisst ihr was? Wenn ich schon ein Feld habe, kann was auch nutzen. Muss ja nicht sein, dass das hier noch brach liegt. Lalalala. Okay. So, jetzt sollte ich mal. Das hätte ich schon die ganze Zeit machen sollen. Den hier raus. Hopp. Und dieses magische Feuer hier bauen wir hier rein. Kann direkt verheizt werden. Okay. Dadurch lädt sich das Teil natürlich etwas schneller, glücklicherweise. Ich brauche jetzt endlich so Obsidian, damit endlich mal was wird. Ein Zaubertisch. Den wollte ich ja schon die ganze Zeit bauen. Warum ich dann von Holz wollte, weiß ich jetzt auch nicht. Ich brauche einen Chunkloader. Wie ging der weiter? Chunkloader. Da. Oh, Gold-Enderperle. Ah, verflixt. Haben wir eine Enderperle? Wir haben eine Enderperle. Wuhu. Klappt doch. Klappt doch wie am Schnürchen. Da. Da. Jetzt müssen wir nur noch genug Gold haben. 6. Dann ist es auch schon alle. 1, 2, 3, 4, 5. Eins haben wir noch übrig. Ein Junkloader. Sehr schön. Der kommt dann hier unten, hier hinten, mitten in die Ecke. Zack. Radius 2 macht 9 Chunks. Ich mach mal 25 und schau mal, wie die Laser sind. Wie viele ich ab. Ich kann es nicht sehen, weil ich ja keine Dings habe. Anhand der Laser kann ich nämlich mehr oder weniger erkennen, wie weit wir sind. So, das Ding buggt schon wieder ein bisschen. Bleibt immer kurz liegen im Teil. Ihr wisst schon. So, ich muss gucken, ob der ja auch alles mehr oder weniger abdeckt. Nein, reicht noch nicht. Ihr seht schon, die Farm hat er mit. Aber er hat noch nicht die komplette Ecke dort drüben abgedeckt. Gehen wir mal sicherheitshalber noch eins höher, eine Stufe. Ein Server sollte das eigentlich aushalten. Hopp. 40 Chunks. Okay, wenn er das nicht aushält, dann weiß ich auch nicht. So. Guckt euch das mal an. Reicht immer noch nicht. Nein, verbübscht. Aber jetzt. 5. Was macht eigentlich Circle? Aha. Line X, Line Z. Square. 81, 49. Circle ist Kreis, ne? Square wird Quadrat sein. Ich lass mal Quadrat. Weil dann deckt er jetzt definitiv alles auf, denke ich mal. Ja. Bis der Dü kommt da, denke ich, noch nicht. Und wenn doch, ja, ist auch nicht so schlimm. Okay, das hätten wir. Wie sieht's denn aus? Spinny. Und hier, du spinnst auch hier. Bauen wollen, ja. So, dann gehen wir nochmal hier runter, werden wir schauen. Die Turtle wandert noch fleißig. Tut auch noch ordentlich graben. Ist auch, ja, schon etwas weiter als am Anfang, muss man sagen. Sie hat schon einiges geschafft. Hier, ihr seht schon, heute Anfang der, also nicht heute, Anfang dieser Aufnahme waren wir hier bei dieser Kiste da und haben uns doch schon wieder ein bisschen runtergearbeitet, muss man sagen. Finde ich gut, finde ich gut. Jetzt könnten wir mal so langsam hier, wo ist es? Da. Wir haben ja hier einen Haufenweise Bücher. Die wollen wir ja auch mal verarbeiten. Entsprechend, zack, 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 zack. Schauen wir mal, wie viele Bücherregale wir zusammen bekommen.
die paar Büchern. 5, 6 sogar. Zack. 6 Bücherregale, 1 hatten wir ja so gelassen. Dadurch, das könnte ich ja mal aufstellen. Ich weiß noch nicht genau wo. Jetzt denke ich erstmal hier in diese Richtung und dann muss ich dann den Tisch abändern. Zack. Mal so. Da wo die Fackel gerade ist. Kommt dann halt der Verzauberungstisch hin. Hip. Lalalala. Draußen brummt schon wieder was. Tür zu. Zaubertisch mitnehmen. Und hingestellt. So, damit hätten wir ja hier schon mal. Wir können ja mal kurz reinlegen. Geht ja nicht. Haben wir irgendwas, was noch nicht verzaubert ist, was ich reinlegen könnte? Nö, gerade nicht. Na, ist ja klar. Will ich mir jetzt auch nicht unnötig was machen? Bücher hätten wir. Können wir mal gucken, was sagen die Bücher? Ja, bis 12 komme ich schon mal, das ist doch gut. So, natürlich will ich ihn bis 30 hoch haben, dass ich halt auch genug machen kann. Muss aber jetzt nicht sein. So, hopp. So, okay. Gut, lass mich in Ruhe. Mistviech. Okay, hier hinten ist niemand. Ich will nämlich nochmal runter gucken. Oh, der Dü ist auch wieder zu Hause. Hier unten. Oh, hat wieder abgefahren, wie ich sehe. Und diesmal hat er auch das Weed drin gelassen, so wie es sein soll. Weil ihr seht schon, abgeformt hat er definitiv, sonst wäre da nämlich nicht mehr so viel drin. Ein bisschen was hat er rausgehauen. Aber es kann sein, dass das alles noch nicht reif genug war. Insofern muss da wohl nochmal nachgebessert werden. Die Zeit einfach noch verlängert werden. Ja, aber das kriegen wir hin. Das sollte nicht das Problem sein. So. Ich gehe mal hier wieder in die Bude. In der Hoffnung, dass mich nicht gerade was angreift. Ne? Rein. Hopp. Hier ist auch nichts. So, die Laser kann ich ja wieder ausmachen. So, die waren nur zum Einstellen. Jetzt, wenn ich offline bin, werden die Chunks trotzdem geladen, solange der Server eben online ist. Und da ist egal, ob der Typ da hinten rumgottelt oder nicht. Oder noch viel weiter weg. Kann er machen, was er will. Bewegen tut er sich. Also ist er nicht AFK. Na gut. Hätte ja sein können. Ich kann ja inzwischen mal gucken, vielleicht kriege ich ja mal wieder endlich mal überhaupt ein Tin. Tin hatte ich da einstecken, ne? Tin hatte ich einstecken in haufenweise. Hopp, 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 hopp. Wo hatte ich denn? Irgendwo habe ich die Kabel rausgeschmissen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Wir müssen dann bei Gelegenheit mal wieder ein bisschen an den Bäumen lutschen sozusagen, damit wir wieder ein neues Kabel rauskriegen. Und hier habe ich noch einen Haufen Holz. Verdammt, da war ich umsonst. Da haben wir Kabel. Weil wenn wir hier ein bisschen Kabel haben, kann ich mir auch schon mal ein paar solche Zinnbehälterchen machen, solche Batterien, solche RE-Batterien. Zack, zack. Aha. Sehr schön. RE-Batterien, 5 Stück. Das ist sehr schön. Jetzt brauche ich... ich muss mal überlegen. Ach ja, das Kabel. Das Kabel kann ich auch gleich hier machen. Hopp, hopp, hopp. Kriegen wir, weil das ja verkehrt rum ist, gar nichts raus. So was Bescheuertes. Seit wann isoliert man mit Kupfer ein Kabel? Also so rum ist richtig. So, okay. Kriegen wir einmal Kabel raus? Naja, das ist einmal ist kein Mal. Dann gucke ich mal einmal rein. Ja, hopp. Mache ich mir eben mal eine Tree-Tap. Hopp. Und guck mal raus. Um draußen eventuell mal die Bäume abzugreifen. Hallo. Kuckuck. Das Doofe ist natürlich, ich weiß nicht, wo die ganzen. Wow. Schnell wegfliegen. Ist hier irgendwo ein Creeper in der Nähe? Nein. Okay, Creeper scheint gerade keine da zu sein. Nehme ich mal mit, was ich kriegen kann. Sticky. Sticky, Sticky. Okay, hier auch noch einer. So, Sticky, Sticky, Sticky. Hopp. Erschwerte Bedingungen. Sticky Resin Farm in erschwerter Bedingungen.
Manu, Manu, Manu. Hopp. 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 Und du auch. Plupp. So, müsste eigentlich alles gewesen sein. Du auch, Kauer. Ja. Lass mich in Ruhe. Zack. Okay, hier, meine. Wo ist denn hier noch? Da ist eine Stelle. Okay, das muss erstmal reichen. Das ist erstmal genug, Sticky. Sag mal, gräbst du hier meine Bude um oder was soll das hier? Wo ist er hin? Hallo? Jetzt setzt ihr noch hier drin ab. Ich mach dich platt. Sowas. Na, wenigstens wird's hell. Hallo, du Typ, du. Ja, komm mal her. So. Jetzt haut er ab. Jetzt hat er genug. Hab ich beschlossen. Na, oder ich krieg genug. Na, eine Enderperle kommt leider nicht. Naja, gut, hätte ja auch klappen können. Okay, Enderperle brauchen wir auch nicht. Brauchten wir erstmal hier für den Chunkloader. Die nächste, das dauert noch eine Weile, bis wir die brauchen. So, unten werde ich dann direkt mal die Zeit noch ein bisschen verlängern, dass der ein bisschen mehr Zeit hat, das Zeug zu wachsen zu lassen. Das mache ich gleich im Programm gleich. Nee. Extractor hiervon. Rein da. So. Viel Spaß beim Arbeiten. Ich gehe mal hier runter. So. Ich terminiere das Programm. Edit Startup. Hopp. Müssen wir die Zeit noch etwas verlängern. Und zwar um 10 Minuten, das wären 600 Sekunden. 600 macht 300, macht 500, machen wir 1500. Hier und, achso, nee, wir brauchen ja nicht mehr hier, weil wir haben das ja mal in der Funktion. Okay. Safe. Ich hab's nochmal um 10 Minuten verlängert. Start. Ab. So sollte er ein bisschen mehr Zeug bekommen dann. Jetzt gerade natürlich nicht. Habe ich den Bonus? Ja. Ich habe welche. Dann buddel ich mir wirklich nochmal ein Loch rein. Und Glas habe ich keins mit, hä? Natürlich. Wie machen wir das dann? Dann buddel ich mich hier rein. Genau. Kenne ich nix. Zack. Dann nehme ich auch mit. Dann mache ich wenigstens kein Glas kaputt. Alles andere ist irrelevant. So, hopp, hopp, hopp. So, alles mitnehmen. Den Seed können wir eigentlich mal da lassen. So, und dann wird hier einfach mal eiskalt. Ich könnte mir vielleicht noch eine Tür reinmachen, aber wie gesagt, wenn die Zeit haben, das Zeug soll ja eigentlich ohne Bohnenmehl funktionieren. Wenn die Zeit kommt, nimmt er sich das alleine. So, wo ist denn der Dreckhaufen mit? Der liegt noch da. Den Moment so. Ab. Den Seed tun wir vorne rein. Den glatten Sandstein nehmen wir so. Die Fackel wieder drauf. Hopp. Und da drauf wiederum das Cover. Sehr schön. Okay, hat er hier ein bisschen was zu setzen. Hier, komm, kriegst noch einen Seed dazu. Viel Spaß. Sollte ja klappen. Eigentlich. Okay, dadurch, dass ich neu gestartet habe, braucht er nicht mehr ganz so lange. Aber dauert ja eh trotzdem eine Weile. Ich habe es ja auch extra noch verlängert. Eben durch den Neustart. Oder mit dem in dem Neustart. Aber was muss, das muss, ne? Wie es so schön heißt. So, ich guck mal hier drüben, was macht diese Turtle. Wenn die jetzt irgendwann wieder zurückkommt. Nein, die buddelt noch fleißig. Aber wenn die irgendwann zurückkommen würde, würde ich sie nicht mehr nachdenken. Was ist das denn? Cobblestone. Ach, hier habe ich zugebaut. Hier ist noch von der Dings hier. Alles klar. Ich dachte schon, es hätte ja auch sein können, dass da ein Dungeon ist. Aber nein, hier war ich. Alles klar, das war ich, das war meins. Das macht nichts, das ist okay. Ruhe, nicht so tief fallen. Wupp. So hoch. Na.
Ne, da waren wir auch lange nicht mehr, aber muss jetzt auch nicht sein. Hier hinten habe ich Marble. Juhu, endlich Marble. In dem Fall räume ich aber... Nein, das heißt, ich räume nicht aus. Ich lasse die noch ein bisschen buddeln. Eine Folge hänge ich noch hinten ran, die letzte dann für diese Aufnahme. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.